6 und willkommen nach einer extrem langen Zeit mal wieder zurück auf meinem Kanal. Und ja, diesmal gibt es das neue Let's Play von Luigi's Mansion 3. Nach einer langen Auszeit von mir kommt es endlich, was sich ja vor ein paar Leuten noch gewünscht worden ist. Beziehungsweise habe ich euch das versprochen, dass ich das Let's Playen werde bei diesem einen Kommentar, was ich da mal gehabt habe. Wir werden aber ein komplett neues Spiel anfangen. Hier oben habe ich das Spiel schon durchgespielt. Und ja, nachdem jetzt diese Cutscene hier kommt, dann werde ich auf jeden Fall sagen, wie das Programm hier aussieht und wie das hier so sein wird, jetzt die nächsten Tage, wenn ich das aufnehme. Aber auf jeden Fall erst nach dieser Cutscene. So, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Ladevorgang hier. Bis gleich. Ja Leute, das war jetzt hier die Cutscene und wir werden jetzt direkt in das Hotel hineingehen. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt hier noch ein bisschen experimentiert mit dieser neuen Capture-Karte, weil ich habe, bevor ich jetzt diese Capture-Karte habe, noch nie eine benutzt. Ich habe immer noch mit einer alten HD-Kamera da damals aufgenommen. Das Problem ist, ich muss hier noch ein paar Sachen mit dem Sound und so umstellen. Und das müssen wir mich bitte entschuldigen dafür. Es kann natürlich sein, dass es jetzt die nächsten Parts jetzt nicht so einwandfrei der Sound sein wird. Und das würde ich auf jeden Fall gleich mal entschuldigen. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt hier in dem Hotel, wir haben einen mysteriösen Brief bekommen und ja, wir haben jetzt einen Urlaub geschenkt bekommen, kann man so sagen. Und ja, Luigi denkt sich natürlich nichts dabei. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier direkt in zwei Runden. Ich kann dazu noch sagen, das Let's Play ist nicht blind. Also ich habe schon einmal durchgespielt, aber ich werde es jetzt vielleicht Zuschauer nochmal durchspielen, würde ich sagen. So was für die Mario hier. Hey Bro! Oh! Das ist ja meine Bestie. Dieser Hund hier. So. Ja, auf jeden Fall, die Parts werden ungefähr immer so 15 Minuten lang sein, weil das Programm ist so ausgelegt, dass das direkt immer so 15 Minuten Parts aufnimmt und das dann eben so trennt. Also, es kann auf jeden Fall sein, dass ihr während diesen Parts immer keine Abschiedssagen, würde ich jetzt einmal sagen, dass ich nicht so sage. Dass das Ende vom Part ist. Also es kann sein, dass ich das jetzt einfach hier so durchlaufen lasse, die nächste Stunde, und dann einfach die Parts hier durchlaufen lasse. Das müsst ihr auf jeden Fall auch entschuldigen. Ich muss auf jeden Fall das Programm, wie gesagt, mich ein bisschen hier noch mich hier reinlesen, wie das hier alles genau funktioniert, weil es auf jeden Fall für mich auch die erste Capture Card ist. Aber ich will jetzt hier nicht so viel nochmal dumm quasi nehmen. Was hat denn der jetzt hier zu sagen? Hotelbarge. Entschuldigung wegen der Unannehmlichkeiten, aber der Befahrzug ist vorüber außer Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Ja, ich hoffe auch. Auf jeden Fall nicht mysteriös, dass hier alle gleich aussehen.
ganzen Leute. So, was ist mit dem hier? Hotelbarsch, oh, und der schwebt sogar, der hat keine Beine. Kann auf jeden Fall kein Geist sein, würde ich sagen. Na, wie gefällt euch dieses wunderbare Hotel? Wir sind sehr stolz darauf, unsere Gäste mit Prunk und Luxus verwöhnen zu können. Ja, ja, sehr mysteriös. Auf jeden Fall keine Beine hat der Typ. Kann auf jeden Fall kein Geist sein hier. Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier mal hier zu diesem Check-in-Typen hier gehen. Der auf jeden Fall ziemlich creepy ausschaut. Willkommen! Herzlich willkommen im Hotel. Das ist auf jeden Fall der perfekte Anspielung. Seid ihr bereit zum Einchecken? Natürlich sehen wir das. Und da, wer ist denn das hier? Liebe Gäste, willkommen im Hotel. Mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meine Einladung gefolgt seid. Okay. Seid auf jeden Fall, Sarah Schreck ist auf jeden Fall auch verdächtiger Name, würde ich mal sagen. Gehen wir doch erstmal zu dem Zimmer an. Euer Reisen muss sehr anstrengend gewesen sein. Und das Gepäck wird sich sicher um unser einzigartiges Personal kümmern. Oh mein Gott. Also, man ist halt wirklich, wenn man das schon mal durchgespielt hat, das ist halt einfach nicht so lustig. Hahaha, bei VIPs gehört das natürlich selbstverständlich zum Service. Genau gesagt, bekommt VIPs ein so erstklassiges Rundum-Paket, das in Hören und Sehen vergeht. Gegen vier Fragezeichen. Natürlich machen wir das. Hi. Ist halt einfach dieser typische Nintendo. Man kann sich halt das Lachen hier nicht vergreifen, wenn man halt weiß, was hier alles aussieht. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine böse Grimasse gesehen von der Dame. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nicht überspringen drücke oder so. Ich hoffe, dass das jetzt alles mit dem Sound und so halbwegs hinhaut. Es kann nicht sein, dass meine Stimme jetzt nicht passend zum Ton ist. Okay, die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. Und für die Toads haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer hergerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Okay. Strange auf jeden Fall, die Dame. Bye. Da habe ich mir auch gedacht, beim ersten Mal durchspielen, dass die alle zu ihren Zimmern gehen und sich so winken, als würden sie sich verabschieden. Das ist ja eigentlich auch so komisch. So, wir sind auf jeden Fall in unserem Zimmer angekommen. So, und hier ist unser Zimmer auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier ist alles sehr nett eingerichtet und alles. Klo auf jeden Fall. Gar nichts. Auf jeden Fall alles sehr luxuriös ist hier eingerichtet. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Hier ist auch so ein Willkommensessenspaket, so mit Äpfeln und so. Oh mein Gott, ein Daumen nach oben. Könnt ihr auf jeden Fall auch da lassen, ne? Spaß, Alter. Oh, hier ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen was zum Erschrecken hier. Der Hund will jetzt auf jeden Fall, dass wir mal zu ihm kommen. Hier sind noch überall Geschenke und so. So, dann gehen wir mal hier drauf. Wuff, wie wär's mit Ausruhen? Natürlich machen wir das. Ja. Dieser anstrengenden Reise. So. Ja. Ich denke mal, dass ich den Party auf jeden Fall dann unterbrechen werde hier. Ich werde es einfach durchlaufen lassen, würde ich sagen. Es kann natürlich sein, dass ich da jetzt nicht diese Aufnahmezeit sehe, dass das manche Parts sehr kurz sein werden. Aber natürlich werden dann zwei Parts an einem Tag auch kommen. Je nachdem, wie das sein wird. Muss ich mal alles anschauen. Und ja, hier auch wieder ein typischer Nintendo-Humor, würde ich sagen. Er schlaft ein, ohne dass er mal einen Satz liest. Doch, was passiert nun? So, jetzt wird hier nebenbei auch noch mein Laptop leer. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, Peach hat geschrien. So, was passiert jetzt hier? Hallo? So, Speichervorgang. Ich würde sagen, aber im nächsten Part geht's hier direkt weiter, Leute. Bis dahin und weiter in der Tasse Channel, Leute. Ciao, ciao.